Lino Marcini, das dritte Drittel hat gerade für sie besonders schmerzhaft angefangen, wo sie ein Böck voll ins Gesicht bekommen haben. Darum gerade die Frage, wie geht es Ihnen? Ja, gut. Ich hatte Glück im Unglück. Bevor ist nichts Gröbers kaputt, ein paar Stich und ist alles sehr gut. Dann hat der EV Zug die zwei Gegengol müssen hinnehmen zum zwischenzeitlichen Ausgleich. Dann sind sie wieder auf dem Eis gestanden, haben zuerst entscheidend mitgewirkt beim 3-2 und dann das 4-2 noch selber geschossen. Das war ein bisschen die Wut im Bauch. Ja, Wut im Bauch nicht, aber ich bin einfach froh, dass sie wieder aufs Eis zurückgehen können. Man weiß nie, aber es geht schnell im Hockey. Und ich bin froh, dass ich wieder zurückkommen konnte, mitwirken. Es war leider 2-2, aber wir haben zwei wichtige Powerplay-Goal schiessen. Und von dem her, ja, extrem freut mich, dass ich wieder aufs Eis gehen konnte. Danke vielmals und gute Besserung.